Guten Morgen! Servus, willkommen im Outdoor-Kino-Kanal. Wir haben die Nacht hier im Camp gebracht, übernachtet. Wo was bin denn? Ich hier? Im Bushcraft-Camp vom Achim. Ach so, ja. Ja. Wir haben uns jetzt schon mal ein bisschen Holz gemacht. Es ist halt noch sehr frisch. Ne? Es hat die Nacht sogar ein bisschen geschneit. Ja. Der Boden ist nass, das Holz ist nass, deswegen qualmt es auch ein bisschen. Und ihr seht, wir haben keine Schuhe an. Ja, ich habe schon ganz kalte Füße. Ja, die Frage war, mit Socken oder ohne Socken im Schlafsack? Und das wollen wir heute auch mal rausfinden, ob mit Socken oder ohne. In Wirklichkeit haben wir ein Paket geschickt bekommen. Ich glaube, das wird das spektakulärste Video, was wir je gemacht haben. Wir haben eine Anfrage bekommen, für Socken zu testen. Es sind, wir holen das Paket mal rein. So, jetzt kommt der Qualm wieder auf hier. Also ihr seht mich noch, hier ist es. Wir haben bekommen beheizte Socken von Krakosi. Krakosi. Und zwar LXL sind deine, hier. Ich habe ML. Kleine Füße. Marcel hat ja hier, und ich kann ja übers Wasser gehen. So, diese Socken sollen aushalten 24 Stunden. Es gibt 3 Stufen. Ja, also kurz vielleicht, also sind beheizte Socken, genau, mit Batterien. Mit Batterien. Ich hoffe, die Batterien sind drin. Habe ich mir auch gerade gedacht. Das wir haben das Paket nämlich gerade erst geöffnet. Also wir hatten Waterproof, habe ich gelesen gerade. 60 Grad. Was? Vielleicht soll man ein Kochvideo machen. 60 Grad, ich hoffe nicht. Vielleicht ein Kochvideo. Gut, also ihr seht, wir haben keine Socken heute an. Es ist, wie viel Grad haben wir ungefähr? Minus 10. Minus 10, also minus 10 Grad. Und wir testen jetzt beide Socken. Sollen wir sie anlegen? Los geht's. Machen wir sie auf. Die Farbe ist ja schon mal cool. Ja. Ja, hier in Grau. Oh, hier ist sogar ein iPhone mit drin. Hallo? Ja, eine Beschreibung brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Beschreibung brauchen wir nie. So, Sockentest. So, ganz schön. Sieht aus wie ein Smartphone hier vorne drauf. Sind sehr dick. Ne? Ja. Ah, der Boden ist kalt. Normalerweise ziehe ich Socken nicht, bevor sie nicht gewaschen sind, an. So, sie machen einen sehr stabilen Eindruck. Ne? Okay, ich bin jetzt echt gespannt, weil ich sehe jetzt erstmal gar nichts, was hier drinne so. Ich hätte jetzt erwartet, dass da irgendwas. Hier ist ein Kabel. Ja, okay. Hier, das kannst du dann an dein Handy anschließen. Ja, hier ist auch ein Kabel. Also gibt es hier eine Bezeichnung rechts oder links? Muss wahrscheinlich das Ding außen innen sein. Das hier wird dann irgendwie die kleine Steuerung. Genau, aber ich guck mal gerade, wo die Steuerung hängen muss. Also die hängt hier außen. Okay, also 2 Geräte, ja, macht genau Sinn, ne, für jede Socke. Dann ist das hier der rechte. Also sie sind auch so, ich ziehe ihn jetzt einfach mal an. Boah, also von innen. 2 Socken, für jede Socke so ein Kästchen. Von innen auch sehr, das sieht cool aus, ne? Die haben einen USB-Anschluss, also so ein Micro-USB-Anschluss. Aber kein Ladegerät? Doch. Kabel sind drin, ne? Ich ziehe jetzt einfach mal den ersten an. Heißt, hier drin ist quasi fest verbaut wahrscheinlich ein Akku. Ein Akku, und den kann man laden. Also man spürt so ein bisschen das Kabel beim Anziehen. Ich stelle mich auch gerade an wie der erste Mensch. Also ich ziehe mal erst einen an und den einen habe ich auch. Produkthandbuch. Erstens Socken, zweitens Laden. Tasche für Dings, dritten Kabel, viertens nochmal Socken. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um den Akku zu starten. Drücken Sie nach dem Hochfahren kurz den Netzschalter. Das machen wir doch. Sie sind ziemlich eng, aber mega weich von innen, finde ich. Ja, ich muss dazu sagen, sonst zieht Marcel mir die Socken an. Ja. Ah, okay. Also wenn man die 3 Sekunden gedrückt hat und drückt noch mal drauf, gehen sie an und sind dann auf Stufe 2. Das Kabel ist halt ein bisschen in der Socke und du hast halt Angst, also ich habe jetzt Angst, dass ich es abreiße beim Anziehen. Ist das eine Akkuanzeige? Ich lese mich mal hier schlau. Genau. Lese ich schlau, ich bin schon nass geschwitzt vom Socke anziehen. So, ich habe meine an. Könntest du auch auf dem Oktoberfest tragen hier? Sind schick, Marcel. So, oder? Ich auch mal. Machen wir ein bisschen da hinten, so. Also ja, die sind
das kann man schon sagen, direkt saubequem. Ne? Wir haben uns hier so ein bisschen Folie hingelegt, dass wir uns nicht versauen. Also die Socken nicht versauen direkt. Weil die sollen wir nachher im Abenteuer testen. Ne? So. Warum zieht das immer zu mir? Ja. Das ist so. Schon gut, dass ich hier XXL geholt habe, ne? Mit deinen U-Booten. Ne? So, was mir jetzt auffällt. Powerplank. Bank. Das kann man aber vielleicht nachjustieren. Also am linken Fuß merke ich das Kabel nicht. Ja. Am rechten Fuß geht das Kabel so ein bisschen oben entlang. Ich weiß halt nicht, ob man das selber von Hand irgendwie. Also solange ich nicht unterm Fuß habe, ist es mir eigentlich egal, ja. Weil das gäbe ja Abdrücke. Ne? Also wie bei mir auch, zwei Ladekabel mit USB. Ja. Und dann hier so zwei kleine Powerbanks. Ob du die auch für was anderes benutzen kannst? So, ich stöpsel da mal ein. Gehen wir die Lichter an. Ja, du musst 3 Sekunden gedrückt halten, dann lässt du los und dann tippst du noch mal drauf. Ah. So, und dann siehst du an dem roten Licht, dass es heizt. An dem, hier? Genau. Wenn du noch mal drauf tippst, dann wird das so rot-blau. Dann ist das die mittlere Heizstufe. Und wenn du noch mal drauf tippst, ist es blau und dann ist es quasi die Niedrigtemperatur. Okay. Dann machen wir die höchste direkt, oder? Und an diesen 3 Lichtern daneben kannst du erkennen, auf welcher Temperatur der jetzt quasi ist. Also 3 Lampen wäre das höchste, 2. Lampe ist die mittlere und 1 Lampe die niedrigste Temperatur. Also, ich habe mir so, 1 habe ich drin. Also sie sind auf jeden Fall echt bequem. Das bequem sagen, sind sie, ne? Ja. Das kann man. Und ein gutes Material ist jetzt nicht irgendwie so ein. Sind auch sehr dick. Ja, ist nicht so ein billiger Kram. Also hat man zumindest das Gefühl, ne? Also man kann durch Drücken die Farbe des Knopfes verändern. So, aber man hat auch gleichzeitig diese 3 Leuchten hier. Ich glaube, nur wenn alle 3 leuchten, ist quasi die Socke im Hochheizmodus. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt zu diesem 3. Punkt. Das kann man auch nicht aus der Beschreibung lesen. Nein, ne? Das kann man da nicht. Also das ist dann. Da steht, wie man sie einschaltet. Und da steht, wenn die 3. Leuchte leuchtet, dann ist es der Hochtemperaturmodus. Wenn die mittlere leuchtet, ist es der Mitteltemperaturmodus. Da steht auch nichts über die Farben von. Ja, vielleicht steht da hier, High dauert bis zu 8 Stunden, bis sie warm sind. Nee, also ich ziehe jetzt mal einen Schuh an und dann testen wir das mal mit dem Schuh. So, ich mache dann auch mal die Hose drüber. Aber bei mir leuchtet es 2. Genau, bei mir auch. So, dann gehen wir einfach mal raus und machen und gucken mal, was passiert. Ja, Marcel, sind wir ja zurück im Camp. Puh. Ja. Wir sind zurück vom Abenteuer und erzählen euch jetzt, wie die Socken waren. So, wir sind zurück mit unseren Socken. Ihr seht, wir waren im Schnee, wir waren in den Bergen, überall. Natürlich raus und machen. Und ich muss sagen, vielleicht haben wir was falsch gemacht. So richtig heiß, 60 Grad wurde meine Socke nicht. Genau, bei uns hat das nicht ganz so geklappt. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben sie aus der Verpackung genommen. Genau. Wir haben das Akku nicht vorher voll aufgeladen, genau. Wobei es auch nirgendwo erwähnt wurde. Es wurde nirgendwo erwähnt in der Beschreibung. Also ihr habt ja gesehen hier am Anfang des Videos, wir haben sie vor euren Augen ausgepackt, niegelnagelneu. Und sie sind bequem, ja, machen das auf jeden her, Fall. Sehen auch schick aus, sind jetzt nicht irgendwie so eine Nullnummer-Socke, aber die Heizfunktion. Die Heizfunktion war jetzt nicht für mich, dass ich gesagt habe, okay, bam. Ne? Aber warme Füße hatte ich. Ja. Natürlich, wo dran es lag, kann natürlich auch am Abenteuer gelegen haben. So, wir nehmen natürlich, wir haben diese Socken getestet. Wir sind keine Verkäufer. Wir übernehmen keine Garantie oder irgendwelche anderen Sachen. Wir fanden das cool von Krakosi. Vielen lieben Dank, Krakosi. Wir werden sie jetzt öfters tragen und ihr werdet immer wieder was von diesen Socken hören. Wir werden sie natürlich jetzt heute Abend mal beiladen. Vielleicht lag es auch daran, dass sie nicht richtig funktioniert haben. Und dann hört ihr noch mal davon. Aber vorweg würde ich sagen, vielen lieben Dank an Krakosi. Wir würden dann zum guten Schluss sagen, abonnieren, kommentieren und immer schön raus und machen.